Ja, erstmal ein Riesendank an den 1. FC Köln. Ich möchte mich in meiner Mannschaft, Verein Bergisch Gladbach und der Stadt Bergisch Gladbach beim FC bedanken, dass wir diese Möglichkeit hatten, dieses Highlight zu erleben. Das war ein Highlight für meine Mannschaft, das war, glaube ich, auch ein Highlight für die Leute, die im Stadion waren. Denn die haben, glaube ich, ein gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Beide Mannschaften haben ja Tore gemacht, der FC ein paar Tore mehr. Aber unterm Strich ist das, so gesagt, auf jeden Fall ein Spiel, der für uns alle, für die Jungs, die unten auf dem Rasen standen, auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Ja, es war für uns was ein idealer Test. Wir haben ein paar Spieler, die länger nicht gespielt haben, haben wir zum Einsatz bringen können. Wir haben Stürmer gehabt, die Tore geschossen haben. Wir haben ein volles Stadion gehabt, die Stimmung war gut. Idealer Test für uns gewesen. Wir haben einen Gegner gehabt, der engagiert war, der auch erste Halbzeit früh versucht hat zu stören, und wir haben dann unsere Möglichkeiten genutzt. Ich finde, für alle Beteiligten hoffe, dass es ein schönes Fußballspiel war. Ja, ich glaube, die zwei Spiele kann man ja so direkt miteinander nicht vergleichen. Ne? Also das Spiel gegen Alta ist ein Alltag. Hier bei so einem Spiel wie gegen FC kannst du dich so gesagt nur gut präsentieren. Da hast du gesagt, jetzt nicht allzu viel zu verlieren. Und am Sonntag geht es um Punkte, geht es um wichtige Punkte gegen direkten Konkurrenten. Und ja, oh Mann, wir dürfen uns ja keinen Ausrutscher mehr erlauben, das wissen wir. Wir haben so gesagt noch ein Nachholspiel gegen Herkenrath. Und das wird genauso ein wichtiges Spiel. Deswegen, ja, wir müssen gucken, sogar das war genauso mutig wie teilweise auch heute gegen den 1. FC Köln auftreten. Da werden wir auf jeden Fall ein gutes Spiel erleben. Ich meine, gegen Alster waren es ja immer recht interessante Spiele, auch torreiche Spiele. Deswegen gehe ich jetzt nicht unbedingt von einem 0-0 aus. Ja, das war ein gutes Freundschaftsspiel, ich glaube, für beide Mannschaften. Ja. Wir haben die Mannschaft respektiert, wir haben viele Tore geschossen, und für Vertrauen ist immer gut.